Willkommen zurück bei Let's Play Darksiders. Ja, ich habe gestern, ich habe noch mich hierhin gebracht zur eingestürzten Treppe, heißt es, glaube ich. Und hier werden wir jetzt mal eben weitermachen. Des Weiteren habe ich witzigerweise eigentlich auch ein Video angeschaut, wo man sämtliche Abgrundrüstungsteile findet. Der Witz an der ganzen Sache ist eigentlich, dass ich laut diesem Video eigentlich, also ich kenne alle Positionen, die in dem Video gezeigt werden, und ich meine eigentlich, dass ich sämtliche dieser Positionen bereits habe, und aber ich habe erst 9 von 10, das heißt, irgendwas habe ich übersehen und ich weiß nicht wo. Bedeutet, dass wir wahrscheinlich alles nochmal abklappern müssen. Ja. Aber das werden wir sowieso jetzt gerade hier so auf halbwegs auf dem Weg machen, weil wir ja noch genug hier zu sammeln haben, wenn ich mich jetzt nicht... Oh, aber was ist denn hier für eine Leichenparty? Kann ich mir ein Leben zurückholen, ist auch in Ordnung, aber... Das ist wirklich... Also, ihr habt ja echt eine Party veranstaltet, oder? Ich hab gerade eine Party gestört, Entschuldigung, lassen. Aber ernsthaft, ich hab irgendeine Party gestört, was ist das denn? Und die geben so wenig Leben, das bringt's fast gar nicht. Das ist echt gar nicht. So. Wo waren wir stehen geblieben? Bei... Schaffe ich das? Achso, doch. Hier ist ja auch rein. Hoppa und hoch. Hoppa und hoch. Und wir sind hier... Einen Moment mal eben. Okay, Entschuldigung, weiter geht's. Ja, ich hab gar keine Lust drauf. Wir werden nicht nachgeben. Ja, ich werde aber gar nicht erst irgendwie... Oh, wenn ich jetzt gleich runterfalle, weil einer von denen mich wegkickt, ne, dann da hab ich ja Lust drauf. Naja, da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Wenn mich jetzt gleich einer von denen einfach so wegkickt oder so. Okay, was sollen diese komischen kampfflüsternden Geräusche, als würde mich irgendwas Großes verfolgen. Auf jeden Fall schießen sie auf mich, das ist schon mal klar. Da will ich hoch. Stimmt, hier oben waren wir... Alle. Ja, es ist mir egal, dass ihr nicht nachgibt. Das ist mir vollkommen egal. So, hier haben wir Teilnummer... Weiß ich gar nicht was. Teilnummer 5 von 6. 4 von 6. Finde das letzte... Okay, das war das vorletzte Stück. Wow. Und das war ein super schöner Abgang. So wie man ihn gerne hat. Dein Ende ist nah. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder zurückkommen. Dein Ende ist nah. Also ihr geht mir so ein ganz klein wenig auf den Nerv. Das muss man euch lassen. Ihr geht einem extrem schnell gegen den Strich. Hier komme ich immer noch nicht weg. Eieieiei, ich hoffe hier. Komme ich hier runter? Ja, komme ich. So, jetzt müsste ich nur kurz Vulgrim finden. Den haben wir dort. Dort unten. Ja, ich habe gerade, wie gesagt, keine Lust, mich mit den 25 Gegnern da oben anzulegen. Ist mir zu blöd. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir gerade zu blöd. Gehen wir wieder zu Vulgrim. Verfolgt mich irgendeiner? Nein, okay. Gehen wir zu Vulgrim und teleportieren uns woanders hin. Okay, der letzte Punkt ist da unten, aber da kann ich theoretisch noch nicht hin. Also, da sollte ich theoretisch noch nicht hin. Ich möchte erst wissen, welches verdammte Teil ich denn übersehen habe. In der Zwielichtskathedrale gab es ein Teil. Das haben wir. Eingestürzte Treppe, nein. Ich weiß nicht wo. Trockene Straße. Glühende Galgenturm. Ich weiß nicht. Moment mal eben. Okay, Leute, ernsthaft, ich bilde mir ein, wir haben alle Teile. Und das verstehe ich nicht. Hallo? Okay. Verstehe ich nicht. Absolut nicht.
Weil wir haben erst 9 von 10, aber da hat der eventuell irgendwo eins nicht gespeichert. Das wäre mies, weil da müsste ich jetzt nämlich wirklich alle 10 Standorte nochmal überprüfen. Wäre doof. Und vor allen Dingen gibt es ja auch einen Standpunkt mehr, beziehungsweise zwei Standpunkte gibt es, wo ich nie wieder hinkommen kann. Und das ist einmal im Schwarzen Turm und einmal in Edens Garten. Da waren jeweils eines und das können wir nicht mehr holen. So, der Punkt ist jetzt. Sei gegrüßt. Gucken wir mal eben hier. Aschenland. Komm, gib mir Rune. Ruin. Ich will mal einen Ruin haben. Danke. So, irgendwo hier müsste. Aber das müsste ich doch auch auf der Karte sehen. Müsste theoretisch oben drauf sein, das ist Schwachsinn. Hier ist das nicht. Das kann nicht sein. Das kann hier nicht sein. Ne, das kann hier nicht sein. Gut, machen wir weiter. Ich glaube, ich werde danach jetzt gleich offscreen suchen. Wir holen uns jetzt mal eben das sechste Teil. Und dann werde ich, glaube ich, ernsthaft doch offscreen danach suchen. In der Hoffnung. Ja, dass ich das finde. Weil es wäre doof, wenn ich jetzt 9 von 10 habe und das letztendlich nicht mehr bekommen kann. Obwohl ich nämlich eigentlich mir sicher bin, dass ich ja doch alles geholt habe. Ja, ich verstehe es nicht. Aber gut. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Versprechen kann ich Ihnen nichts diesbezüglich. Ich hoffe es einfach mal, weil es ist für mich ein bisschen unbegreiflich, muss ich auch ehrlich dazu sagen. Weil, ja. Wie gesagt, die 10 Orte, die in dem Video angezeigt werden, die kenne ich alle. Die Truhen haben wir auch alle geöffnet. Da wäre ich. Warum sind die denn jetzt alle rot? Sei gegrüßt. Ja, hi. Ist hier noch irgendwo eine Truhe? Nur so nebenbei? Nein. Nö, dürfte eigentlich nicht. Kann ich mal eben. Danke. Wie komme ich denn da hoch? Da ist er. Also, das ist jetzt doch jetzt ein Witz, oder? Ich meine, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das könnte interessant werden. Ja, meinst du? Okay. Aha, und es sind noch zu viel übrig. Egal. Wir haben gerade nicht so viel Leben, habe ich so das Gefühl. Aua. Einen Moment. So. Nach einem Höllen. Ach so, Quatsch, ich bin hier noch mitten im Kampf. Nach einem Höllentrip, muss ich es mal so sagen. Ich war gerade, mein Mitwohner ist nach Hause gekommen und wir sind einkaufen gefahren. Nein, nicht gefahren, sondern gegangen und es liegt draußen Schnee und ist einfach nur rutschig und wir brauchen über 1 Kilometer zu Fuß nach Lidl und ja, wir sind gerade, hatten gerade viel Spaß beim Einkaufen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall tut mir gerade alles weh. Aber egal, das passt schon. Deswegen, ja, war gerade kurz 2 Stunden weg, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich hatte währenddessen das Spiel angelassen, deswegen, ja. So, jetzt ist der Punkt eigentlich. Ich weiß nicht, ich weiß, wo wir hin wollten, ich weiß aber nicht, wie wir da hinkommen. Vielleicht sollte ich erstmal den, der hier irgendwo ist, da. So, das war's schon. Anscheinend habe ich schon gut vorgearbeitet. Da kommen Gegner, da will ich gar nicht hin. Das ist die Frage. Auch jetzt verfolgen die mich ernsthaft. Gut, das wär's mit dem. Jetzt ist die große Frage, wie ich gerade schon sagte, wie komme ich da hoch? Da ist er! Und ehrlich gesagt, kann ich das gar nicht so gut beantworten. Komm, stirb mal bitte eben.
Zack, der lebt immer noch. Okay, das war's mit ihm. So, ja, die Frage ist berechtigt, weil... Kann ich mich da irgendwo hochschießen? Weil ich sehe nichts in der Art. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da hochkomme. Falsche Taste. Auch falsche Taste. Dich wollte ich, genau. Hoppala. Ja, wie komme ich denn da hoch? Asrael sagt, du musst diese Maske benutzen, um die Teile der gebrochenen Klinge zu finden. Sehr schön und gut. Aha. Aha. Okay, jetzt wissen wir, wie wir da hochkommen. Alles klar. Das habe ich hier vorher nicht wahrgenommen. Aber irgendwie... Reicht das auch nicht? Achso, hoppala. Okay, jetzt war ich ein bisschen doof. Ich muss natürlich hier hoch, wahrscheinlich. Ja. So. Jetzt geht's hier irgendwo. Witzig. Weiter. Ich weiß nur nicht, wohin. Moment, also erstmal muss ich... Hoppala, das war knapp. Wie komme ich denn jetzt dahin? Ah, okay. Das war knapp. Hier gilt jetzt das Gleiche wieder. Theoretisch können wir jetzt hier hin, aber ich habe da gerade auch noch was. Hallo? Nicht weggehen. Jetzt haben wir das letzte Teil. Das ist es. Das letzte Teil dieser verfluchten Klinge. Und jetzt sollten wir zu Ultan gehen, um die Sache zu Ende zu bringen. Um ganz ehrlich zu sein, war doch da. Habe ich da oben nicht irgendwas gesehen? Okay, anscheinend doch nicht. Okay, dann. Dann habe ich mich wohl verguckt. Ja, jetzt ist natürlich die große Wenn- und Aber-Frage und überhaupt. Wo habe ich das letzte Teil übersehen? Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Ambersford, nein. Ich habe eigentlich alle geholt. Überschwemmter Pass waren wir. Glühender Galgenturm, gehen wir mal eben hin. Obwohl, glühender Galgenturm? Ist das nicht einfach nur... Ja, natürlich. Das ist doch... Das ist da, wo wir zum schwarzen... zum schwarzen Turm gegangen sind. Ah, was soll der kleine Ruckler hier? Also theoretisch können wir jetzt, glaube ich, zum Spielende übergehen. Und der Punkt ist aber, dass ich eigentlich vorher meine Abgrundrüstung haben möchte. Und deswegen werde ich jetzt gleich wahrscheinlich offscreen. Ja. Ich werde jetzt offscreen gucken, ob ich dieses Teil irgendwo finde. Bis gleich. Okay, ich bin jetzt hier gerade einfach hochgelaufen und habe auf jeden Fall immerhin noch eine Kiste gefunden. Kisten, die ich hier finde, werde ich trotzdem auch in das Video hier mit einbinden. Also ich werde jetzt einfach immer, wenn ich eine Kiste finde, kurz vorher auch anfangen aufzunehmen. Oh nee, ich habe gerade keine Lust auf euch. Das war jetzt gar nicht mal so die schlauste Möglichkeit. Egal. Obwohl, oder? Okay. Hat doch funktioniert. Alles klar.
Zurückverwandlung. Und wir wollen da durch. Das kennen wir ja schon hier. Lame. Hallo? Das könnte jetzt zu spät sein. Moment mal. Da sehe ich doch gerade was. Wieso kann ich die Sense nicht entfernen? Was haben wir denn die Portale hier zu bedeuten? Das machen wir jetzt gleich nochmal. Aber das frage ich mich jetzt wirklich, was haben diese Portale zu bedeuten? Weil das hat, dieses Future hatten wir damals noch gar nicht. Aha. Aha. Okay. Bitte komm nicht hierher. Wunderbar. Sehr freundlich von dir. Okay, das heißt, wir aktivieren das Ding jetzt gleich einfach. Ich weiß nicht, was das da oben für eine Truhe ist. Aber wahrscheinlich keine so besondere. Und was ist drin? Moment mal. Todssegen. Dieses unheilige Siegel posiert vor seltsamer dunkler Energie und trägt das Zeichen von Kriegsbruder Tod. Heißt? Was heißt das? Hallo? Info. Saugt Waffenschaden auf und verwandelt ihn in Gesundheit. Erhöht den Waffenschaden erheblich. Erhöht drastisch die Anzahl der Seelen, die von Objekten und Gegnern entrissen werden. Zusätzliche Seelen bei Zuweisung zur Sense. Cool. Ist ja interessant, obala. Und trotzdem gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, ich mach wieder hier. Warte mal, jetzt weiß ich nicht mal eben. Aua. Jetzt habe ich meinen Entehaken weg, ne? Ja, war klar. Okay, versuchen wir den einfach mal eben. Reiß dir mal was ab. Und dresch einfach weiter auf dich ein. Okay, und wieder. Eventuell reicht das sogar schon. Ich weiß es gerade nicht. Ja, das reicht sogar schon. So, ein paar Seelen mehr. Na gut, so viele sind das jetzt nicht. Und wir sehen uns hier wieder, wenn ich die nächste Kiste finde. Hier sehen wir doch glatt noch eine Kiste, die ich hier irgendwo vergessen habe. Ich hoffe, die finde ich jetzt auch so einfach. Ich kann Ruinen nicht auf... Ah, super. Ja, warum auch? Ja. Schauen wir uns mal an, ob wir die irgendwie finden. Obwohl ich nicht glaube, dass die so schwer zu finden sein wird. Oder? Vielleicht ist es ja die Kiste, die fehlt. Obwohl, na, wie gesagt, ich kenne die Position von den Abgrundrüstungsteilen. Und eigentlich ist da hier nichts dabei, glaube ich, oder? Müsste mich jetzt schon sehr täuschen. So, hier irgendwo muss ich abbiegen, oder irgendwie so. Ah, hier. Wo ist denn hier eine Kiste? Theoretisch ist genau... hä? Wie darf ich das verstehen? Gar nicht? Jetzt bin ich gerade kurz etwas überfordert.